Hallo. Einmal, euer bestes Getränk, bitte. Ein Getränk, wonach steht es? Was ist denn der Sinn, Wärter? Melina, aber du kannst Melli sagen. Das ist kurz für Melina. Ich verstehe. Also, Melli, was für einen Drink hättest du denn gerne? Etwas Leckeres. Etwas, das mir ganz viele tolle Ideen gibt. Und hast du Blitzsalbei? Ich habe kein Geld, aber ich kann dir was anderes für den Drink geben. Du musst mir nichts zahlen. Doch muss ich, wenn man etwas kauft, dann muss man bezahlen. Na gut, wie du möchtest. Was hast du denn anzubieten? Infusion freigeschaltet, goldene Feder. Oh, vielen Dank. Und jetzt, wo ich bezahlt habe, kann ich einen Drink annehmen. Natürlich, lass mich sehen, was ich tun kann. Okay, was für ein Drink geben wir? Der Melina hieß sie, glaube ich. Melli. Okay, etwas mit Hirn. Intelligenz. Oh, grüne Feder. Wo sind denn nochmal die Mixe hier, wenn man sie mal braucht? Miss. Hier. Etwas mit Hirn. Was mit drei Hirn? Ist das falsch? Das ist der einzige richtige Drink. Vielleicht können wir eine Zutat dazu geben. Das neue Ding. Es nimmt ein bisschen was zurück. Nee, das geht nicht. Das gibt es da nämlich was dazu. Dann gibt es zwei dazu, da nimmt es was weg. Nichts nehmen, was du oben was macht. Okay, ich tue mal so ein Blatt hier rein, wenn es geht. Nichts gerne Special Zutaten dazu. So. Gucken wir hier aber. Das war hier von. Das auszugleichen. Ne, das war ja auch. Das war ja schon auf Null. So, jetzt. Wir brauchen aber 1, um es auf Null auszugleichen. Das brauchen wir hier noch. Weil ein gelber und ein davon Spinovan Seltos. Ui.
ganz schön glitzerig. Der andere gerade so glitzert. Ein paar neue Ideen, frisch für dich. Das schmeckt lecker. Und so viele neue Ideen, nie ausgezeichnet. Vielen Dank. Deine Taverne ist voll schön. Ich glaube, ich bleibe ein wenig hier. Ich bin zu erschöpft von meinen Untersuchungen. Ich muss einfach eine Weile Pause machen. Darf ich deine Familie streicheln? Besser nicht. Es kann etwas nervös werden, wenn er nichts gegessen hat. Ich hätte Angst um deine Hände. Okay. Schatten. Schiefend. Oh, Zephyr. Ich hätte dich fast nicht gesehen. Ich bin leise wie die Ratten. Nein, wie die Schatten. Ich würde sagen, wie die Schatten. Klingt, als bräuchtest du einen Trink. Dringend. Ein, der mir dabei hilft, die richtigen Worte zu finden. Ich habe so lange geschwiegen, dass ich vergessen habe, wie man spricht. Ach, kleiner Rechtschreibfehler. Deswegen kommunizieren wir gerade telepathisch. Tun wir das? Nö. Wo kommst du denn her? War ich zu leise für dich? Nein. Ich mach dir deinen Drink, damit du keine kleineren Kinder mehr beschimpfst. Detektiven! Damit du keine Detektiven mehr beschimpfst. Natürlich. Und meine Drinks sind nicht billig. Wie viel? Ich würde ein Souvenir von dir nehmen. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Du verstehst? Was, wenn ich keins gefunden habe? Willst du mir etwas sagen, dass du den ganzen Weg zum Magdeburg auf dich genommen hast und dann nichts gestohlen hast? Hier. Dachte mir, das würde zu deiner Taverne passen. Oh. Meine Taverne sagt mir, dass sie das wunderschön findet. Aber sie fragt sich, was es sein soll. Ich dachte, sie wäre was cleverer. Möchte der Taverne raten, was es ist? Ein übergroßer Stempel in der Bratpfanne. Das ist nicht einmal ansatzweise richtig. Aber stell dir vor, du machst ein großes Ziegel damit. Das wäre bestimmt voll cool. Aber du bräuchtest total viel Siegelwachs dafür. Ich glaube, so viel Wachs würde es unmöglich machen, den Brief zu öffnen. Vermutlich. Es ist eine Uhr, verziert mit hungrigen Fledermäusen. Eine Kreatur der Nacht, die ein anderer an das unnachgiebige Verstreichen der Zeit gemahnt. Diese Uhr geht aber ziemlich falsch. Es ist nicht einmal annähernd Mitternacht. Die Zeiger scheinen kurz vor Mitternacht für immer stehen geblieben zu sein. Oder zumindest
kurz bevor ich sie fand. Reicht das oder muss ich noch einmal zurück? Das reicht vollkommen aus. Gut. Und wenn ich mein Versprechen halte, gibt es im Austausch ein Drink für dich. Mal sehen, ob ich dir etwas serviert bekomme, das dich gegenüber von unseren örtlichen Detektiven höflicher werden lässt. Ein Charisma-Drink. Etwas mit 3 Kronen. Mal einmal den Herzenssprecher oder den Schlägermeister nehmen. Ich nehme mal den Schlägermeister. Vielleicht ist das was Neues. Lässt Verspannung und Stressregericht zerschmelzen. Das ist doch genau das Richtige. Können wir was reinmixen, was hier bei Hirn ein bisschen mit dem Selbst schon macht. Ja, hier. Und hier müssen wir dann wieder eine Verteidigung. Und bei Charisma müssen wir ordentlich reinlangen. Nicht? Also oben muss noch. Und Schlägermeister. Höflichst serviert. Ein Trink. Habe ich den richtigen Ton getroffen? Hast du. Du solltest über eine Musikkarriere nachdenken. Mir gefällt mein momentaner Job gut, aber danke. Bist du jetzt höflich und erzählst mir, was passiert ist? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht mal, wer du bist. Ich bin Melina, aber du kannst mich Melly nennen. Nein, danke. Was hast du sonst noch geklaut? Ich habe gehört, dass in Schlössern total viel herumliegt. Nichts. Müsstest du nicht in der Schule sein. Ich geh nicht zur Schule. Ich bin schon schlau genug. Und was sagen deine Eltern dazu? Meine Eltern sind tot. Und sie sind bisher auch nicht ins Geister zurückgekommen, um mir zu sagen, dass ich in die Schule soll. Also ist es wohl nicht so wichtig. Tut mir leid, das zu hören. Muss es nicht. Das ist schon lange her. Nee, war nur ein Scherz. Ich kann sehen. 7 Jahre. Ich war 3, als sie von mir gingen. Ich kann mich nicht an viel über sie erinnern. Und ich habe ihren Mord aufgeklärt. Also ist es okay. Hast du sie gerecht? Nee. Sie wurden von Zombies gefressen und die Zombies dann von einem T-Rex. So gibt es nichts, woran ich mich rächen kann. Das ergibt Sinn. In der Tat eine klassische Heldengeschichte. Nicht wahr? Ich habe quasi meine Hintergrundgeschichte gespeedrunnt. Meine Truppeneltern sind die Motivation für meine Detektivkarriere, mit der ich anderen Menschen helfen kann. Weil dir niemand geholfen hat? Genau, aber das ist okay. Dadurch bin ich die Abenteurerin geworden, die ich heute bin und die ich mag, wer ich bin. Bist du nicht ab und zu traurig gewesen? Nein! Was ist deine Hintergrundgeschichte? Genau, Sephir. Jetzt bist du dran.
Sie ist viel zu düster für junge Ohren wie deine. Am besten vergisst du es wieder. Okay, wie heißt du? Blaze. Aber sie hat dich Xavier genannt. Das ist mein zweiter Name. Na gut, ich akzeptiere deinen falschen Namen. Aber nur wenn du mir sagst, wie du diese Uhr geklaut hast. Meinetwegen. Es war in der Markeburg. Ein gefährlicher Quester. Einen wertvollen Unger aus den Klauen einer mörderischen Vampiren zu entreißen. Hat sie dich ermordet? Offensichtlich nicht. Dann ist sie wohl nicht so mörderisch. Hätte sie mich erwischt, wäre sie es gewesen. Also hat sie es nicht? Nein, ich habe die Mission unbemerkt erfüllen können. Dank der Unsichtbarkeit, die mich untergab, konnte ich die Armeen von Monstern umgehen. Die Drachen allein wissen, was passiert wäre, hätte sie mich erwischt, schwach und nicht für den Kampf vorbereitet. Doch das haben sie nicht. Das haben sie nicht. So wie die Gargoylen, deren steinerne Krallen sich an ihren Türen festigten, bemerkte mich nicht. Ich wartete, bis sie in ein Steingespräch, in ein Streitgespräch verwickelt waren und schlich mich durch ein nahegelegenes Fenster, das offen stand, um Spinnen einen einfachen Weg in die Burg zu ermöglichen. Ich habe gehört, dass die Marburg voll gruselig sein soll. War es gruselig? Ja. Auf einer Skala von 1 bis meine Eltern wurden von einem T-Rex gefressen. Wie gruselig war es? Ich schätze, irgendwo in der Mitte. Interessant. Bist du unterwegs in irgendwelche Fallen geraten? Dank meiner geschärften Sinne konnte ich sie alle entdecken und umgehen. Und dank deiner Hilfe. Wie auch immer. Ich fand den Umhang, ihren Kleiderschrank, zwischen lauter Morgenmitte, besetzt mit Rubinen und Diamanten. Hast du welche davon mitgenommen? Möglich. Also bist du ein Dieb. Offensichtlich. Kannst du mir beibringen, wie man ein Dieb ist? Ich will mein Portfolio erweitern. Und warum genau sollte ich das tun? Weil ich nicht gefragt habe. Vergiss es. Ich nahm den Umhang an mich, ebenso wie alle Edelsteine, die ich fand, als ich hörte, wie sie sich den Gemächern näherte. Ich versteckte mich inmitten der Mäntel und hielt den Atem, darauf bedacht, keine Geräusche von mir zu geben. Ich dachte, ich wäre in Sicherheit, als sie plötzlich die Schranktür öffnete. Das Gesicht. Das war oh Mann. Ich kann dich nicht weiterlesen. Oh Mann. Du hast gerade eine Katze verletzt. Mann. Ein Wuka. Ja, ich weiß, Wuka. Oh Mann. Ich kann. Das bringt mich gerade voll raus. Ich war so eng gegen die Wand gepresst, dass es sich anfühlte, als müsse das Holz im Takt meines schlagenden Herzens vibrieren. Doch sie griff knapp an mir vorbei, langte nach einem Hut und kehrte zu ihren infernalischen Vampiraktivitäten zurück.
das? Was sind infernalistische Vampiraktivitäten? Ich weiß es nicht. Blutsaugen, sich in Fledermäuse verwandeln, Pläne über Blut. Nach jeder Menge Blut. Allerdings, wie bist du entkommen, Blaze? Ich fand einen Geheimgang, der unter der Eisenbahn in ihrem Garten verlief, bis zum Gipfel des Hexenasyls. Als ich wieder sichtbar wurde, habe ich diese seltsame Klerikerin fast zu Tode erschrocken. Sie war bereit, mich mit ihren goldenen Flammen in Brand zu setzen. Das scheint doch etwas übertrieben, dafür, dass du sie nur ein wenig erschreckt hast. Bist du sicher, dass du deine Finger in deinen eigenen Taschen gelassen hast? Wer weiß. Wo waren wir gerade von flinken Händen? Wo wir gerade von flinken Händen sprechen? Woher hast du diese Uhr? Sie lag in einer Vitrine, mitten in einem endlos langen Gang. Wenn er endlos war, woher weißt du, dass es die Mitte war? Ich hatte es im Gespür. Die Vitrine war abgeschlossen, doch ich konnte sie im Handumdrehen knacken. Diese antike Uhr lag zwischen einem Ritual durch und einer Pfiode voller Blut. Und ich dachte, es war merkwürdig, dass die Uhr der einzige nicht etikettierte Gegenstand war. Also nahm ich sie. Etikettiert? Sie ist ausgesprochen gut organisiert. Alles ist mit einem Etikett beschriftet. Warum würde sie eine Fiode mit Blut ausstellen? Was wäre dann nicht eher etwas für ihre Speisekammer? Das Etikett daran beschrieb es als eine Fiode mit dem Blut des ersten aller Vampire, Mike. Mike? Mike. Seine Stellung neben einem solchen unbezahlten Delikt nachzuurteilen, muss diese Uhr ein Vermögen wert sein. Dann danke ich dir noch einmal herzlich. Sie wird sich gut in meinem Gasthaus machen. Allerdings klingt, als wärst du echt in Schwierigkeiten gewesen, wenn sie dich geschnappt hätte. Aber das war ich nicht. Dank dem Dank habe ich nicht nur überlebt, sondern bin dem Zorn des Wesens gänzlich. Klingt lecker. Das hoffe ich doch. Scheint, als wäre deine Quest ein von Erfolg gewesen. Danke, Blaze. Gute Arbeit. Ich kann vom Glück reden, erneut überlebt zu haben. Es ist ein Wunder, dass ich diesen blutrünstigen Kreatur entkommen konnte. Dachtest du, du würdest sterben, als du die Quest angenommen hast, meine ich? Die Möglichkeit besteht immer. Warum gehst du denn dann? Der Tod gehört zum Leben, untrennbar dazu. Immerhin hast du jetzt deinen Umhang. Er gehört nicht mir, sondern einem anderen Vampir. Einem anderen Vampir? Ja, er wurde ihm in einem Duell der gebrochenen Herzen gestohlen. Liebe endet immer als bittere Tragödie. Aber die Komödie, die sie davor ist, macht es alles wert. Nur für die, die leiden und gewillt sind. Sind wir das nicht alle? Wo wir gerade von Leid sprechen, ich bin sicher, dass Kyle, der leidende, sehr komödiantische Vampir, seinen Umhang lieber liebend gerne zurück hätte. Könnte ich die Quest um eine schnelle Lieferung erweitern?
Nach allem, was ich durchgemacht habe. Du hast dich für heute genug versteckt, oder? Professionell versteckt. Also gut, ich werde die Beute direkt abliefern. Dieses Mal. Wo ist er, dieser Kerl? Ich habe ihn zuletzt mit Rian gesehen, wie er aufbrach, um einer gewissen Klerikerin bei ihren Untersuchungen zu helfen. Ich bin sicher, dass du sie wieder kennen wirst. Nicht schon wieder. Wo sind sie? Ich weiß es nicht. Versuch es in der Nähe von Zenith. Sie können noch nicht weit sein. Was untersuchen Sie denn? Den Sternenregen, soweit ich weiß. Den untersuche ich auch gerade. Wir sollten mit Ihnen reden, unsere Erkenntnisse austauschen. Ich habe schon alle Einschlagstellen in Zenith kartografiert. Vielleicht können Sie uns helfen, sie noch zu erweitern. Oder wir finden sogar heraus, wer dahinter steckt. Komm schon, Blaze. Wir müssen sie finden. Für den Umhang und meine Notizen. Charakterinformation freigeschaltet, Melly. Ich gehe. Mach, was du willst. Mit dir im Schlepptau könnte ich sie unbemerkt arbeiten. Könnte ich nicht unbemerkt arbeiten. Warte auf mich! Bis bald! Bis bald, Manni. Da ist schon wieder Abend. Zeit für Andu füttern. Und die Taverne aufräumen. Gute Nacht.